schwer zu boxen, ist sehr tief in den Kopf abgeduckt und ja, der Cut, der kam auch durch den Kopfschuss. Klar, nach dem Knock in der zweiten Runde. Und dann hat sie nochmal angeklingelt und dachte, Joe kann schnell gehen, aber er hat sich da gut durchgekämpft und rausgerungen, sag ich mal, hat geschlagen, ist wieder tief abgeduckt, war sehr, sehr schwer zu boxen. Wo ich hinten raus ein bisschen aufs Gas gedrückt habe, wurde es besser. Ja, er war sehr, sehr schwer zu boxen. Ich denke, hinten raus, das letzte Viertel war nochmal sehr interessant, sehr spannend für die Zuschauer. Ich denke, war ein guter Kampf, sehr mal sein bestes Game. Ich habe als Kämpfer Respekt vor ihm, gar keine Frage. Er ist runtergegangen, das war kein leichter Knock, sieht man immer wieder auch in der Slow Motion. Der war schon gut angeklungen und hat zurückgekämpft. Davor habe ich Respekt. Urteil ist gesprochen und mehr kann ich nicht sagen. Weil jetzt hier in der Boxen nur klare Treffer, die klar und eindeutig durchkommen. Gut, selbst Suleiman hat sehr viel geschlagen, hat sehr viel auf die Decke gehauen, hat sehr viel in die Luft gehauen. Felix hat ihn gut abgekontert, hat sehr gute Gegenangriffe gemacht mit klaren Aktionen, sodass ich mir sehr sicher war, dass wir das Ding in der Pause fahren. Als ich dann nochmal erfahren habe, dass wir hinten liegen, war ich geschockt. Wenn man jetzt die Punktzettel sieht, dass er von Runde 5 bis 9 nicht eine Runde gewonnen hat, das ist schon unerklärlich, dass schon die erste Runde weggeht, die dort gepunktet wurde, das ist mir, kann ich nicht erklären. Aber er boxt halt sehr, sehr unorthodox und sehr schwer und das waren 3-4 Kopfstöße und ich denke, man sieht es an meiner Stirn, da waren ein paar dabei. Und wir hatten dem Ring nicht davor Bescheid gesagt, aber man hat das leider nicht allzu sehr gehandelt. Und naja, am Ende des Tages, wie gesagt, zählt nur immer das Urteil, wer gewinnt, wer verliert. Sam hat gewonnen, ich habe verloren. Sehr, sehr schade und es geht auf jeden Fall weiter.